Hallo allerseits. Seit ich eCam habe oder seit wir eCam haben, muss ich nicht mehr überlegen, ob wir online sind. Ich weiß, dass wir es sind und bin deswegen sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob uns heute schon jemand zuschaut. Im Augenblick sind die Leute ja entweder in der Sonne oder wieder auf der Arbeit. Das hat ja alles wieder eine neue Dimension angenommen im zweiten Halbjahr 2020. Aber wenn jetzt niemand da ist, dann machen wir einfach. Doch, wir haben schon ein Like. Na, dann ist jemand da. Aber warum sehen wir das hier nicht? Das ist ja interessant. Ah, da ist jemand. Hallo. Genau, wir können dann einfach jetzt erstmal anfangen. Ich möchte, wie jedes Mal, wenn wir live gehen, erstmal meinen wundervollen Ehemann vorstellen. Esroe Buchholzer, 50% der Mantika. Hallo, mein Lieber. Hallo Kirsten, guten Tag. Ich freue mich, dass wir heute wieder online sind, dass wir unsere aktiven Mithörer und Zuseher begrüßen. Hallo da draußen vor den elektronischen Empfängern. Und natürlich grüße ich alle die, die dann im Nachhinein unseren Podcast sehen. Toll, ja. Ich freue mich immer, wenn wir diese Sendungen produzieren. Und was mich natürlich neugierig macht als Steirer ist, worum geht's denn heute, Kirsten? Ja, heute haben wir uns mal ein ganz gechilltes Thema ausgesucht. Wir möchten heute reden über unsere Lieblingsbücher, die mit Tao zu tun haben. Okay. Wie ihr seht, haben wir einen ganzen Schrank voll Tarot-Literatur und natürlich haben wir alle wichtigen Standardwerke der bekannten Autoren wie, sag mal welche? Rachel Pollack, Tony Willis fällt mir jetzt gerade spontan ein, Haya Banzhaf, Gerd Bodiziegler, Mary Kay Greer. Natürlich auch Johannes Fiebig, Evelyn Bürger. Wir haben Armin Denner. Also die, die uns ans Herz gewachsen sind und die wir schätzen und lieben. Ganz genau. Aber natürlich haben wir auch ein paar Bücher, die für uns ganz spezielle Bedeutung haben und die wir als unsere Lieblingsbücher vielleicht bezeichnen. Nicht, weil sie unbedingt besser oder schlechter sind als andere Bücher, aber weil wir auch was Persönliches mit ihnen verbinden. Und die wollten wir uns euch heute vorstellen. Ja, wir haben echt Schwierigkeiten gehabt. Jede von uns hat 5 Bücher sich aussuchen dürfen. Ich habe dabei immer krampfhaft versucht zu überlegen, welche Bücher würde ich jetzt mit auf eine einsame Insel nehmen, welche müssten da bleiben. Echt schwierig, aber vielleicht stellen wir euch ja heute was vor, was ihr gar nicht so sehr kennt oder wo ihr sagt, hey, da habe ich auch mal wieder Lust reinzuschauen. Und wobei Kirsten, ja? Wobei ich verrate jetzt ein Geheimnis, Kirsten hat ihre eigenen Bücher nicht mal ausgewählt. Ja, die müssen, wenn sie auf die einsame Insel geht, die müssen zu Hause bleiben. Ganz genau, die habe ich alle im Kopf und die und im Herzen. Sind eher meine Babys als meine Lieblingsbücher. Genau. Ja, wollen wir einfach mal anfangen? Wir hatten ja eben gerade überlegt, ob wir so eine Art Countdown machen, aber das ist schon auch ein bisschen schwierig. Ich habe mir inzwischen überlegt, ein Buch ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch, das stelle ich ganz am Ende vor. Aber die anderen, ich weiß jetzt gar nicht, welches ich dafür rausnehmen muss, weil mir eben noch eins eingefallen ist. Ich schau mal. Fang du doch einfach mal an, uns eins deiner liebsten Titel vorzustellen. Ja, eins meiner liebsten Titel hat eigentlich mit Tarot nichts zu tun. Ui. Aber wenn wir uns mit einigen Karten auseinandersetzen, wie zum Beispiel die Bücher oder die Karten von Heindl mit den Karten von Röhrig, mit den von Aleister Crowley, dann müssen wir uns, wenn wir eine tolle Beratung machen wollen, dann müssen wir uns auch mit Runen auseinandersetzen. Und eins meiner oder die Bücher, die ich in diesem Form gefunden habe, ich habe da auch ein bisschen länger suchen müssen, das ist die von Kenneth Meadows. Oh, jetzt haben wir wieder ein Problem. Du musst es, glaube ich, vor dein Gesicht halten. Ja, so kann man es immer gut sehen. So? Mhm.
Die Ja. Runen, was steht da drauf? Runen, Die die. magische Kraft. Okay. Ja, das ist Und ja was, womit ich mich gar nicht so sehr beschäftigt habe. ja, Sieh mal. Runen sind deswegen, oder mir hat dieses Buch deswegen so gut gefallen, weil Kenneth Meadows hat sich hier von schwedischen Schamanen beeinflussen lassen, die ganz klar zurückgehen und die sich auch, was ich sonst weniger gefunden habe, sich auch mit der Edda, die ja aus Island kommt, auseinandergesetzt hat. Und darum hat mir dieses Buch von Kenneth Meadows besonders gefallen und ich möchte es euch ans Herz legen. Ja, es ist auch, glaube ich, schon ein etwas älteres Buch, ne? Nee, das Buch ist drei, viermal aufgelegt worden. Wenn ich das richtig sehe, gibt es das immer noch. Ja, das schon, aber von wann ist es, also wann kam es Also erstmal heraus? das, was wir hier bei uns im Bücherregal stehen haben, ist jetzt 20 Jahre. Genau, also das meinte ich damit. Es ist schon länger auf dem Markt und es kommen ja immer wieder neue Bücher raus. Aber da haben wir natürlich dann unsere persönlichen Geschichten damit. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, ihr könnt auch, alle, die da sind, schreibt doch auch eure Lieblingstitel herein. Vielleicht sind da ja auch Sachen dabei, die wir noch nicht kennen oder die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber ich bin jetzt dran Ja, mit was ist denn bei dir die Nummer 5, wenn meinem das so geht? ersten Titel. Ach ja, ich finde das wirklich schwer. Ich fange mal mit dem Buch an, was mir sehr wichtig ist, weil ich damit zum ersten Mal mit Tarot in Berührung gekommen bin. Ich habe ja angefangen, als ich 17, 18 Jahre alt war, weil eine Freundin von mir so besessen war von Tarotlegen und ich das so dämlich fand, wollte nicht investieren unbedingt erstmal in Karten oder sonst etwas und bin in die Stadtbücherei gegangen. Und da habe ich dann dieses Buch hier gefunden und Ah. genau, Tarot, dem Leben in die Karten schauen von Renate Anratz. Das ist ein Buch, das ich wirklich immer noch sehr, sehr gut finde für Einsteiger und was auch ziemlich alt ist und viele Ideen vorweggreift, die wir dann in späteren Titeln immer mal wieder sehen. Ja, zum Beispiel, dass so einzelne kleine Symbole aus den Karten herausgenommen werden. Hier, ich zeige einfach nur mal eine Seite. Ja, wie wir das dann zum Beispiel auch in Büchern kennen, die dann später von Fiebig oder so veröffentlicht wurden. Das hat mir damals total viel gebracht und ich empfehle es auch heute immer noch als ein Einsteigerbuch. Das stimmt. Dann bist du jetzt schon wieder an der Reihe. Ja, schön. Ein Buch, das weniger für Einsteiger ist, sondern eher schon für Fortgeschrittene. Und hier gehen wir zu den Liebhabern der Karten von Aleister Crowley. Das ist dieser nette Schinken. Ja. Verschwindet gleich. Ich halte es mal so ein bisschen, du am besten da, wo du, genau, jetzt kann man es ganz gut lesen. Forth Tarot von Lon Duquette, Lon Milo Duquette heißt er, ne? Ich bringe den Namen mal Korrekt. durcheinander. Lon Marlow Duquette ist ein Amerikaner, der sich sehr viel auseinandergesetzt hat mit Aleister Crowley. Und für die, die sich mit dem Tod-Tarot weiter auseinandersetzen, ist es fast ein wichtiges Buch, denn hier steht unheimlich viel drinnen. Ja, also das ist ein Buch. Das ist für Fortgeschrittene fast ein Muss. Ja, es ist halt, stand auch auf meiner Lieblingsliste. Ich finde, er schreibt wahnsinnig lustig und trotzdem sehr tiefgründig. Er hat ja auch lange den OTO geleitet, von daher weiß er auch, worüber er redet. Und es ist einfach auch sehr schön aufgemacht, dieses Buch, wie ich finde. Und ich hatte auch viele Aha-Erlebnisse, als ich das Buch gelesen habe. Ja, es ist nicht umsonst bei Urania erschienen, weil Urania war ja früher der Verlag, wenn es um Crowley ging. Das stimmt. Und die haben wirklich auch sehr tolle Bücher rausgebracht, von denen einige bei uns im Schrank stehen. So ist es. Ja, was hatte noch großen Einfluss auf mich? Das zweite Buch, was ich nennen möchte, ist von Sally Nichols, Die Psychologie des Tarot. Ich habe es lange nicht mehr gelesen und ich schätze, dass ich heute doch einiges anders sehe, als ich es gesehen würde, als ich es damals gelesen habe.
Ich finde es, also zum Beispiel die ganzen Sachen, wie das, es beginnt, glaube ich, damit, dass die Ursprünge des Tarot im Dunkeln liegen. Das wurde in den 80ern, 90ern ja gerne noch geschrieben, aber heutzutage wissen wir ja schon wesentlich mehr darüber, wo die Ursprünge liegen. Das war was, was ich denke, was ich jetzt anders sehen würde. Aber sie widmet jedem Trumpf, es geht hier nur um die Trümpfe, jedem Trumpf wirklich sehr, sehr viele Seiten. Analysiert es auf psychologische Art und Weise nach C.G. Jung. Auf Englisch heißt das Buch dann auch Young and Tarot. Ja? Und ja, ich habe da sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse gehabt, als ich dieses Buch gelesen habe. Und damit übergebe ich schon wieder an dich. Ja, ein Buch, das viele Zuseher sicher auch in ihrem Bücherschrank stehen haben, ist ein Buch, das ihr so vom Cover her wahrscheinlich nicht erkennen würdet, wenn wir nicht den Titel dazu sagen würden. Und zwar sind es die Schlüsselworte des Hayao. Schlüsselworte zum Tarot, genau. Ja, wir haben hier eine wirkliche Uraltausgabe. Das liegt daran, dass wir dieses Buch schon öfter mal hatten, die Leute das dann immer gerne mal ausborgen und nicht zurückbringen. Und irgendwann haben wir dann in diese Ausgabe investiert, die jetzt keiner mehr klaut. Ja, weil wir es nicht mehr hergeben. Ganz genau. Was sehr spannend ist und was man heute nicht mehr findet, ist, dass das Cover ist ausklappbar und die zweite Seite könnte man raustrennen und als Karte verschicken, als Postkarte Ach, verschicken. ehrlich? Das wusste ich noch gar nicht. Wie immer vor dich halten. Sehr gut. Ja. Ja, lustig. Ein Das ist verrücktes ein, Ding, das ja. war modernes Marketing damals. Das war modernes Marketing. Und was ich an dem Buch so schätze, ist, dass er Legesymbole und Legethemen aufgegriffen hat, die einen relativ großen Rahmen und einen großen Umfang einnehmen. Und das schätze ich sehr an dem Buch. Und ihr werdet es nicht glauben, ich nehme es immer mal wieder zur Hand. Ja, ich finde es auch eines der wichtigsten Bücher, einfach weil man auch durch diese Schlüsselworte immer eine kleine Inspiration bekommt, wenn man einen Blackout hat und man muss nicht ellenlange Interpretationen lesen, die vielleicht auch gerade gar nicht zu der Legung passen, die vor einem ist, sondern es gibt so einen kleinen Kick und dann weiß man wieder weiter. Und das ist eigentlich auch eins der Bücher, die wir immer in unseren Einsteigerkursen. Ah, übrigens, weißt du, dass wir Ende Oktober wieder einen Einsteigerkurs haben? Ja. Das ist eines der Titel, die wir da immer empfehlen und mit dem wir dann auch arbeiten. Ich freue mich auch schon auf den Kurs. Ja, das wird Aber was ist super. denn dein nächstes Buch, Kirsten? Ach ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Gut, ich habe jetzt eins zur Seite gelegt, das ich dann nicht zeigen werde. Ein Buch, was mich sehr beeinflusst hat. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hi. Das ist ein Buch von Mary Kay Greer, Women of the Golden Dawn. Ich habe sehr viel auf Englisch gelesen, meine Bücher. Das liegt daran, dass ich hauptsächlich in England gelebt habe, als ich mich mit dem Tarotstudium befasst habe. Und Women of the Golden Dawn ist jetzt auch nicht unbedingt ein Tarotbuch, aber es ist wirklich sehr spannend. Es erzählt viel über die Arbeit der Frauen im Golden Dawn, eben dieser Geheimorganisation im Ende des 19. Jahrhunderts, die ja erheblichen Einfluss auf Tarot hatten, weil zum Beispiel auch Arthur E. Wade und Pamela Coleman Smith dem Golden Dawn angehörten. Auch Crawley war kurz dabei. Und es ist einfach super spannend, hat mich sehr beeindruckt. Und natürlich für alle Frauen, die sich mit Tarot beschäftigen, ist Ein ein Muss. absolutes Muss, dieses Buch gelesen zu haben. Ganz genau. Was ist dein nächster Titel? Ja, mein nächster Titel ist das Buch, das ich jedem empfehle, der diese mystischen, von vielen Leuten verteufelten Tarot-Totkarten sich antut. Und zwar ist es das Buch, das ursprünglich Erik Frey alias Akron geschrieben hat. Und zwar Akron hat
Mitte der 90er Jahre begonnen, ein Buch, oder wollte ein Buch herausgeben über den Crowley-Tarot. Nur wer Akron kennt, weiß, dass Akron sehr hochintelligente Schriften herausgegeben hat. Das Problem wäre gewesen, das Buch hätte niemand gekauft. Und daraus entstand dann eine Zusammenarbeit und schlussendlich eine Freundschaft zwischen Akron und Hayo. Und es ist dieses Buch unter anderem entstanden. Du hast es gerade gesagt, hochintelligent. Damit meinst du nicht, dass die Leute keine intelligenten Bücher kaufen, ne, sondern dass es einfach so ein schwieriger Unlesbar. Stil ist, ne? Es ist einfach, Unlesbar. ja. Und ich habe diese Geschichte von Hayo gehört und habe ein halbes, dreiviertel Jahr später Akron in St. Gallen getroffen und ihn darauf angesprochen und sagte, ja, Hayo hat recht. Ja, Hätte er also. nicht eingegriffen, würde niemand das Buch lesen können, weil. Wir haben ja auch ein paar Bücher von Akron stehen, gerade auch zur Astrologie. Und ich muss auch sagen, also schwer verdauliche Kost. Es ist schon super, dass Hajo da drüber gegangen ist, weil der hatte eine sehr gute, volksnahe Sprache. Er Also, hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber es geht in die Richtung. ja, also, aber natürlich auch hochintelligent, aber man konnte es gut verstehen, was er gesagt Und hat. mir hat es wahnsinnig geholfen, denn es zeigt jede Karte ganz glasklar. Ich möchte mal eins ganz spontan aufschlagen. Zum Beispiel hier der Stern. Ja, also wunderschön auf zwei Seiten. Doppelseitig, also beschreibt die wunderschön, also von daher gesehen eine wahnsinnige Hilfe, wenn man beginnt mit Crowley zu arbeiten. Ja. Ich bin dran, ne? Ja, ich freue mich schon auf deine Nummer 2. Nummer, ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht die Reihenfolge der Wertigkeit, aber ein Buch, was mir wirklich auch noch sehr am Herzen liegt, ist von Carla Randel, Farbe, Tarot und Kabbala. Carla Randel war eine Hamburger. Tarot, ja, ich weiß nicht, ob sie eine Expertin war. Sie hat selbst, glaube ich, nicht beraten. Sie hat einen sehr christlichen Hintergrund, hat auch viel über die christliche Mystik und Tarot geschrieben. Und was mich an diesem Buch hier so fasziniert, ist, dass sie so an die Kabbala herangeht, wie ich das auch mache, wenn ich mich mit Tarot und Kabbala beschäftige. Also sie setzt die, das sieht man hier auch auf dem Cover, sie setzt die Trümpfe in die einzelnen Sephirot und nicht die kleinen Zahlen. Das hat mich damals total überzeugt. Carla Randel ist auch nicht so super leicht zu lesen, muss man ganz ehrlich sagen. Da braucht man auch ein bisschen Stamina. Aber es lohnt sich total und ist ein Buch, was mich immer wieder inspiriert. Ja, ich habe. Moment, soll ich ein Moment, 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 Moment. Kleinen Moment. Wir nähern uns ja jetzt dem Titel Nummer 1. Kleinen Nee, Nummer Moment. 2. Haben wir nicht schon? Nö. Also ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4 Bücher vorgestellt. Du hast angefangen, du hast auch 4 Bücher vorgestellt. Jetzt kommt der letzte Titel, mehr darfst du nicht. Das Und ist Moment, blöd. bevor du das tust. Das ist blöd. Ich habe nämlich einen Jolly Joker. Jetzt kommt der Titel Nummer 1. Ja, der Titel Nummer 1. Ladies and Gentlemen, we are proudly present. Ein Buch, das man nicht mehr kaufen kann. Lilo Schwarz. Dialog mit dem Tarot. Ich habe schon mich gefragt, wann das kommt. Dialog mit dem Tarot. Ein Buch. Einfach super, wie der Schweizer sagt. Nicht nur, weil es drinnen so ein riesengroßes Cover hat, wo alle Tarotkarten aufgelistet sind. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil es zu groß ist. Aber einfach ein ganz super Buch. Leider vergriffen. Aber neu aufgelegt. Du schummelst. Nein, es ist einfach zusammen. Und zwar heißt es jetzt das große Tarotpraxisbuch. Ist ein bisschen moderner aufgelegt, hat eine schönere Schriftart,
Kann man sehen? Ja. Hat eine schönere Schriftart, ist ein bisschen lesefreundlicher für die 50 plus, also die ist größer gesetzt. Ganz toll, der Inhalt hat sich nicht groß verändert, aber ich finde einfach, Lilo Schwarz hat nicht nur tolle Vorträge gegeben, hat nicht nur intensiv und gute Kurse gehalten, hat nicht nur schöne Reisen in die Toskana zu vielen Gärten geführt, sondern hat auch tolle Bücher gemacht. Und dieses Buch ist meine Nummer 1. Das verstehe ich. Es ist auch wirklich ein sehr schönes Buch. Ja, damit sind wir bei meiner Nummer Ja, kannst du 1 noch mal die Lupe gelandet. machen? Natürlich. Ja, hau raus, Kirsten. Meine Nummer 1 ist Magic and Tarot von Ja, Tony das war klar. Willis. Man sieht, ich habe es viel gelesen. Das Buch war oft in Händen. Ja, das ist wohl wahr. Es gab eine Zeit, als ich Ende 20 war, wo ich eigentlich mit dem Tarot aufhören wollte, weil es mir ziemlich auf den Keks ging. Mir ging das ganz schön oft auf den Keks, stelle ich gerade fest. Und Schön, dass du nicht aufgehört hast. das ja, da hast du ja auch was mit zu tun, würde ich jetzt mal so sagen. Auf jeden Fall habe ich damals dann dieses Buch in die Hände bekommen. Ich habe damals gerade in Prag gelebt und das hat mich total fasziniert, dieses Buch. Da geht es darum, dass es für jede Karte ein kleines Ritual gibt, einen Zauberspruch, kann man sagen, den man machen kann. Da habe ich dann auch einige gleich ausprobiert damals und die haben alle geklappt. Und ja, dadurch bin ich daran hängen geblieben und überhaupt ist das Thema Magie in Verbindung mit Tarot für mich ein sehr interessantes Thema. Deswegen ist es und bleibt es meine Nummer 1. Tony Willis, der das Buch geschrieben hat, ist dann auch mein Lehrer geworden. Von dem habe ich eigentlich das meiste über Tarot gelernt, was ich so weiß. Ja, und auch dieses Buch ist vergriffen und wird wohl nicht mehr aufgelegt werden. Aber heutzutage kriegt man ja die meisten Titel. Ich denke auch die Bilder, im Dialog mit den Bildern des Tarot, kriegt man heutzutage auch Secondhand, wenn man sich nur genug darum bemüht. Das ist richtig. Auch wenn wir jetzt 5 Bücher vorgestellt haben, möchte ich noch ganz gern ein Buch erwähnen. Weil ich es wichtig finde, auch wenn es eigentlich mit Karten nur am Rande zu tun hat. Aber es ist eigentlich ein Buch über Legesysteme. Und für die, die in unsere Kurse, in unsere Weiterbildung, unsere Legeabende kommen, wissen sofort, worüber ich rede. Und zwar über einen anderen Verleger, über den sehr verehrten Schirner. Tarot Welten heißt das Buch, ist ein Uraltschinken in einem sehr seltsamen A4-Querformat. Ne? Also unglaublich, passt eigentlich in kein Regal. Ist aber wunderschön gemacht, hat immer zu jedem Legesystem ein Bild, wo die einzelnen Karten reingelegt werden können oder sollten. Und jeder, der meine Weiterbildung kennt, der weiß, das gehört mindestens einmal ein Legesystem dazu. Was mich hier auch sehr gut oder sehr, sehr fasziniert hat, ist, dass er zu all den 12 Tierkreiszeichen jeweils ein Legesystem erfunden hat. Und Heidemarie Bielmeier und Markus Schirner haben für mich da das Buch gemacht, was ich empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob man es heute noch bekommt, diese 78 Legemethoden. Man müsste mal gucken, ich habe nie mehr darum mich bemüht, aber das ist ein Buch, da würde ich euch sagen, schaut euch das an, das hilft. Ja, finde ich auch einen sehr wichtigen Titel. Ja, und wo du jetzt ein sechstes Buch gezeigt hast, zeige ich jetzt auch noch ein Ja, sechstes Buch. gerne. Du sollst auch deinen Jolly Joker haben. Genau. Und zwar, alle, die mich kennen, wissen ja, ich finde Tarot-Geschichte ganz, ganz spannend. Und eins meiner Lieblingsbücher dazu ist dieses Buch von Ah, klar. Cynthia Giles. Es heißt Tarot.
Oh, ich kann das untere nicht lesen. Geschichte, Geheimnisse. Geheimnisse und Überlieferung. Ich finde, da sind so die Sachen drin, die man braucht, um über Tarotgeschichte ein bisschen Bescheid zu wissen. Und Cynthia hat auch die für mich plausibelste Theorie vorgebracht, wie Kartenlegen eigentlich entstanden ist. Aber das ist Stoff für einen anderen Live-Chat, glaube ich. Ja. Das können wir überhaupt noch machen. Wir könnten mal darüber reden, was wir glauben, wie Kartenlegen entstanden ist. Ja. Finde ich gut. Werde ich gleich mal notieren. Ja, es schauen einige zu, aber niemand kommentiert. Daher werde ich jetzt mal Ja, den was sind denn Applaus. eure Bücher, liebe Zuseherinnen und Zuseher? Ja, schreibt uns das doch vielleicht einfach in die Kommentare. Muss ja nicht heute sein, auch wenn ihr euch später das Video anseht. Macht das doch einfach. Wir beide, das kann ich jetzt gleich nochmal sagen, werden nächste Woche nicht live gehen können. Jedenfalls ich bei den Mantikern. Wir werden die Woche drauf wahrscheinlich auch nicht live gehen können, weil wir nochmal Nein. wegfahren. Aber dann im Oktober sind wir wieder online und es wird sicher auch wieder eine Regelmäßigkeit sich einspielen. Aber dadurch, dass jetzt gerade alles auf einen einpurzelt, was liegen geblieben ist Anfang des Jahres, ist es gerade ein bisschen schwierig, da eine regelmäßige Taktung reinzubringen. Aber guckt einfach immer wieder auf unsere Seite, bleibt am Ball und wir werden euch weiter mit Themen beliefern. Für alle, die gerne das Wochentaroskop sich anschauen, das wird diesen Sonntag um 17 Uhr live sein. Das werde ich nachher noch ankündigen. Ja, und ansonsten finde ich, können wir uns beide jetzt mal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Das war ein sehr kurzer Applaus, das mache ich nochmal. Ja, Applaus ist gerechtfertigt. Genau. Ich finde, wir waren ganz großartig. Und was ich noch erwähnen wollte, wenn ihr auf unseren Blog geht, tarotwissen.de, ne, da findet ihr, das ist falsch, was ich hier gemacht habe. Genau, da findet ihr Literaturtipps 1 und 2. Es sind jetzt die von mir. Sehr gerne, lieber Rui, stelle ich da auch mal deine Literaturtipps ein. Dann musst du sie mir nur schriftlich zukommen lassen. Aber das mache ich doch gerne. Und dann mache ich daraus einen weiteren Blogartikel. Sehr gerne. Ja, ich wünsche euch allen da draußen einen schönen, entspannten Freitagabend. Das Wetter hier in Hamburg ist gut. Ich glaube, wir beide setzen uns jetzt noch mal einen Moment nach draußen, bevor ich dann losrennen muss. Wir haben hier nur 20% Regenwahrscheinlichkeit, das heißt also gleich 0. Ganz genau. Und die Temperaturen sind hochsommerlich für Hamburg. Wir reden von nicht mal 18, 17 Grad hier in Eidelstedt. Also alles wunderbar und schick. Ganz genau. Ja, möchtest du noch was sagen, bevor ich die Session beende für heute? Ja, ich möchte mich wieder bei den Zuschauern bedanken, die heute live dabei waren. Möchte schon viel Spaß beim Schmökern in den Büchern wünschen, die wir vorgestellt haben. Neugierig auf die Bücher, die ihr uns zeigt. Vielleicht sind Bücher dabei, die wir gar nicht kennen oder die wir so nicht am Schirm hatten. Nur her damit. Wir sind immer neugierig, was das betrifft und bilden uns was logischerweise damit auch weiter. Und ich wünsche euch ein tolles Wochenende und vergesst nicht, never give up. Never give up. Ja, Kerstin, danke für dein Feedback. Freut mich, dass es dich interessiert und dass es dir immer wieder gefällt. Und wir wissen ja, du bist ein großer Fan von uns. Das stimmt. Bis bald, macht's gut. Ciao. Fan Nummer 1.